Genau, wir starten heute nämlich und zwar mit dem Thema Tracking from Data to Decisions. Und zwar haben wir das Thema ausgewählt, weil wir selbst im Tracking-Bereich arbeiten. Vielleicht frage ich einfach gerade mal in die Runde, wer arbeitet denn selbst da im Bereich Tracking, Google Analytics, Matomo? Oder hat schon mal was damit zu tun gehabt? Jawohl. Genau, ich starte das Ganze nämlich mit folgendem Thema, nämlich mit der Agenda Vorstellung, Tracking und Tracking-Neuheiten. Das heißt, was gibt es denn für Tracking-Systeme und was gibt es denn für Neuheiten aktuell auf dem Markt? Wegen der EuGH wissen wir alle, dass da viel im, ich nenne es mal im Ansturm ist, aber die Frage ist, was ist erlaubt und was kann man eigentlich mit einem ordentlichen Tracking machen? Vielleicht zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Mahendiran. Ich habe 8 Jahre lang als Teamleiter im Online-Marketing-Bereich gearbeitet bei einer Agentur IMI. Jetzt arbeite ich bei Schubwerk, bin in der Geschäftsführung. Wir haben uns mit Schubwerk folgendes spezialisiert, nämlich auf Online-Vermarktung im Tracking-Bereich als auch im Software-Bereich. Wir haben vor 2 Jahren eine Software gegründet, die heißt auch Schubwerk. Und dort haben wir ja alle Tracking-Systeme erstmal zusammengefasst. Und die stelle ich euch auch gleich nochmal vor. Aber vielleicht nochmal zu uns, wer wir sind. Ausgegründet 2000, insgesamt 100 Mitarbeiter, haben Standorte in Eltville, Hamburg und Berlin. Genau, das ist die IMI-Gruppe und Schubwerk wurde ausgegründet letztes Jahr. Haben folgende Kunden, ein paar Referenzen, Agenturen, Verbände, Konsumgüter, Industriegüter und Dienstleistungen, für die wir zusammenarbeiten dürfen. Sehr spannend, weil wir in dem Bereich noch sehr viel im Marketingbereich als auch im Tracking-Bereich gemacht haben. Hier ein kurzer Auszug von unserer Software, die wir entwickelt haben. Nämlich eine Software, die auf einem Ampelsystem basiert, um schnell Daten zu evaluieren, aber auch zu sehen, wo es gerade gut läuft und wo es schlecht läuft im Marketingbereich oder im Trackingbereich. Das heißt, wir haben 3 Kernthemen, nämlich zum einen das Tool, das wir entwickelt haben, das wir das vertreiben, nämlich Schubwerk zur Evaluierung des Potenzials, Dashboard, Cockpit-Möglichkeiten als auch Analyse. Dann eben Tracking-Services, dass wir Tracking selbst anbieten, nämlich ob es Google Analytics-Tracking ist, Matomo oder auch andere Systeme, die wir einbinden auf Webseiten oder Applikationen, um diese ordentlich zu tracken und im Online-Marketing, Beratungsstrategie als auch Coaching zur Hilfe oder Selbsthilfe. Gut, kommen wir zum Thema, nämlich Tracking. Und zwar, Sir Arthur Conan Doyle hat ein schönes Zitat, nämlich, gute Informationen sind schwer zu bekommen, noch schwerer ist es, mit ihnen etwas anzufangen. Und ich glaube, wir kennen das selbst. Aktuell leben wir in einer Zeit, wo wir sehr viele Informationen bekommen und sehr viele Informationen auch festhalten können. Ob es jetzt verschiedene Daten sind, die wir auf Web-Applikationen tracken oder eben auch Alltagsdaten. Wir können mittlerweile sehr vieles erfassen. Die Frage ist aber, welche Informationen bringen denn tatsächlich was und wie kriegen wir diese Informationen auch ausgewertet? In der Vergangenheit haben wir sehr viel, Daten festgehalten auf Web-Applikationen, haben einen sehr hohen Pool gesammelt, aber es finden sich wenig Menschen, die diese Daten auch auswerten können. Bedeutet, wie kriegt man es hin, eben diese Daten auszuwerten, aber auch ordentlich auszuwerten. Menschen können das mittlerweile auch nicht mehr, weil es zu viele Daten sind, um hier Erkenntnisse oder Segmentierungen festzuhalten. Deswegen ist die Frage, wie kriegt man eben gute Daten, gute Informationen verarbeitet? Und die Frage ist auch, was muss ich dafür tun? Und daher kommt eben auch die Frage, warum Webanalyse? Warum braucht man Webanalyse? Wir haben uns sehr spezialisiert eben auf das Thema. Das liegt aber daran, dass wir auch immer den Fokus hatten, was kann man mit ordentlichen Daten anfangen und wie kriegen wir ordentliche Daten evaluiert. Auf Webseiten sind es Daten wie Besucher, Nutzer, Visits oder verschiedene Stränge, die man abbilden kann, um eben gute Informationen zu bekommen, aber auch auszuwerten. Und die Frage ist, welches Ziel setze ich mir dabei? Das heißt, bei jeder Applikation oder auch in Lebensbereichen ist es so, dass man sich Ziele setzen muss, um zu schauen, wie komme ich an das Ziel und wie kriege ich diese Ziele auch erreicht. Und die Ziele, die auf einer Applikation erreicht werden können oder auf einer Internetseite, ist zum Beispiel der Verkauf von Produkten oder eine Kontaktanfrage oder ein Telefonanruf, der auch festgehalten werden kann, um eben Leads oder Sales zu generieren in den Bereichen. Bedeutet, wir benötigen Webanalyse zum einen zum Ausschluss über das Verhalten von Nutzern auf einer Webseite, das Erkennen von Schwachstellen und Problemen einer Webseite, die Definition von Zielen und Ereignissen, als auch die Evaluierung von website-übergreifenden Informationen über verschiedene Endgeräte. Das heißt, die Auswertung und Optimierung von Prozessen und Pfaden, das heißt, wie bewegt sich ein Nutzer auf einer Webseite und wie
kommt er an das Ziel, ist enorm wichtig. Und die Frage ist, was darf man heute noch und was ist erlaubt und wie bekommt man diese Stränge auch gut abgebildet? Dafür gibt es nämlich verschiedene Tracking-Systeme. Und zwar haben wir hier, ich nenne es mal die Top-Player in Deutschland oder die aktuell auf dem Markt sind. Das ist zum einen Matomo. Matomo ist ein Open-Source-Projekt, hat eine offene Architektur, relativ geringer Funktionsumfang, aber die Daten sind erstmal gut oder gut zu handhaben. Lokale Datenspeicherung, was sehr wichtig ist, das heißt, die Matomo-Daten gehen nicht dann Drittanbieter raus, sondern die bleiben auf dem lokalen Server und können damit auch abgefangen werden. Wir haben in der Vergangenheit sehr viele Hochschulprojekte gehabt, da ist es extrem wichtig, dass die Daten eben nicht rausgehen an amerikanische Dienstleister und Matomo ist dafür geeignet. Viele arbeiten mit Google Analytics, wir zum Beispiel auch, hatten ein sehr breites Datenspektrum, aussagekräftige Informationen zur User Journey und maximale Transparenz. Also über Google Analytics kriegt man sehr viele Daten festgehalten. Wir haben in der Vergangenheit Gender-Daten, das heißt, wie ist die Altersgruppe, wie ist das Geschlecht, wie bewegen sich die Nutzer auf der Webseite oder welche Seiten werden häufig besucht, aber auch Leads, die wir gemessen haben, das heißt Kontaktanfragen oder eben auch Telefonanrufe, haben wir über Google Analytics abgebildet. Das Spannende ist hieran, dass Google oder die Updates sehr ordentlich passieren, das heißt Google geht auch in die Richtung Spracherkennung, dass man über Google Analytics auch mittlerweile über die Sprachsteuerung arbeiten kann. Und das sind Themen, die sehr spannend sind. Was aber kritisch ist, ist der Datenschutz bei Google Analytics. Das heißt, wir haben hier ein häufigeres Problem, dass der Datenschutz nicht übereinstimmt. Und das heißt, viele stellen aktuell um von Google Analytics auf Matomo oder auf andere Systeme, weil hier der Datenschutz ein bisschen schwieriger ist. Adobe Analytics, nenne ich es mal so, der Top-Player unter den Marken, hat aber einen hohen Einrichtungsaufwand. Zum Beispiel Coca-Cola nutzt Adobe Analytics oder eBay auch. Das heißt, hier haben wir verschiedene Themen, die angesetzt werden. Aber bei Adobe Analytics ist der Punkt, dass der Aufwand, das zu installieren, sehr hoch ist. Aber man bekommt hier sehr tiefe Daten. Hier ist es aber auch wieder problematisch mit der EuGH, weil viele Daten eben auch teilweise nicht abgefangen werden dürfen. Wir haben auch lokale deutsche Anbieter, das heißt Made in Germany. Zum Beispiel WebTrack ist ein kleinerer Tracking-Anbieter, den es gibt. Die haben sehr viel... auch einen sehr guten Datenpool, mit dem man arbeiten kann. Viele kleinere Firmen arbeiten mit WebTrack, um einfach essentielle Daten zu erfassen und eben auch festzuhalten. Static ist ein Made in Germany-Produkt, das auch sich mit Tracking beschäftigt. Das heißt, hat ein breites Datenspektrum, aber es ist auch datenschutzkonform. Hosting in Deutschland und die Daten werden anonymisiert. Aber der Punkt ist, dass gerade bei diesem Tracking-System wir den Fall haben, dass sie vielleicht nicht up-to-date sind. Das heißt, sie kriegen diese Major-Updates, die ein Google Analytics oder Matomo macht, vielleicht gar nicht so schnell mit. Deswegen sind sie nicht so schnell update-fähig, aber können genutzt werden. Und eTracker ist auch ein sehr schönes kleines Tool, mit dem man arbeiten kann, um eben wichtige Website-Daten festzuhalten und eben auch zu evaluieren. Das Spannende ist ja, dass sich aktuell auf der Welt sehr viel tut. Das heißt, wenn man sich mal die OpenStats-Daten sich anschaut, was aktuell hier auf der Welt passiert, sehen wir, dass wir extrem viele Internet-User aktuell online haben. Wir haben Webseiten, die gerade parallel, als wenn wir sprechen, erstellt werden. Die Punkte, wir haben E-Mails, die aktuell rausgehen. Das heißt, weltweit passiert einiges. Und das sind eben die Daten, die jetzt rausgehen, ob es jetzt Google-Aktivitäten sind, Twitter-Aktivitäten, als auch Facebook-Aktivitäten oder in anderen sozialen Kanälen. Wir sehen, dass eben der ganze Datenpool, der hier stattfindet, täglich einfach wächst. Und von Tag zu Tag oder von Sekunde zu Sekunde wächst das Ganze und all diese Daten müssen festgehalten werden. Und die möchten wir festhalten, um eben die Nutzer besser zu erkennen. Das Spannende am Tracking ist aber auch, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Fußballspiel, nämlich jeder Fußballtrainer, der ein Fußballspiel organisiert oder eben mitten im Match ist, weiß, er muss die Spieler analysieren. Das heißt, wenn die Spieler nicht oder nach dem Match, wenn es keine strategische Beratung oder eben eine Analyse gibt, wie Spieler sich bewegt haben, wie Spieler eben performen, dann kann der Trainer auch für das nächste Spiel keine Rückschlüsse ziehen. Und genauso ist es bei Webseiten oder Internetauftritten auch. Man muss die Daten verstehen. Man muss die Nutzer und die Zielgruppe verstehen, damit man eben bessere Daten als auch die Informationen, die man bekommt, auswerten kann, um im nächsten Step besser oder zu verbessern.
Genauso wie ein Trainer manchmal Dinge auswechseln muss oder Spieler auswechseln muss, muss man auf Webseiten Dinge auswechseln, weil sie nicht gut funktionieren. Oder besser funktionieren mit einem anderen, sagen wir mal, Charakter oder Spieler in dem Fall. Und so ist es eben auch im Internet-Tracking. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal Google Analytics beschäftigen oder mit Google Analytics uns auseinandersetzen, haben wir hier ein breites Datenspektrum und haben eben all diese Daten, die wir benötigen, um ein ordentliches Tracking zu gewährleisten. Wenn ich mal in die Runde fragen darf, wer hat denn in der Vergangenheit mit Google Analytics gearbeitet? Und mit Matomo? Gerade umgestellt auf Matomo. Aber auch wahrscheinlich wegen der EuGH und wegen den Richtlinien, genau. Das Spannende ist, was wir auch aktuell machen, wir schauen, dass wir Daten, die wir in Google Analytics tracken, auch in Matomo abbilden können und eben auch die Events dementsprechend abfangen können. Der Punkt ist aber auch die Webanalyse und der Datenschutz. Das heißt, zum einen muss man die IPs in Deutschland anonymisieren. Bedeutet, wir dürfen keine Nutzerdaten abfangen, die IP-basiert sind. Das heißt, wir können bis zu einem bestimmten Punkt die Nutzer abgreifen, aber nicht komplett tracken. Bedeutet, Standort oder eben auch, wo der Rechner sitzt, das dürfen wir nicht analysieren. Aktuell haben wir noch eine IP-Anonymisierung drin. Momentan hat man aber Möglichkeiten, eben auch anderweitig an die Daten ranzukommen, was aber generell man sagen sollte, dass man das nicht machen sollte, eben IPs zu tracken oder ähnliches. Genau, bei Google ist es der Fall, dass man, oder bei den Datenschutzrichtlinien ist es der Fall, dass wir in der Datenschutzbestimmung ein Opt-in oder ein Opt-out gewährleisten müssen. Das heißt, der Nutzer muss aktiv sagen, dass er getrackt werden möchte und muss sich auch aktiv bzw. in den Datenschutzerklärungen wieder abmelden können von dem Tracking-System. Und das muss gewährleistet werden und eine angepasste Datenschutzerklärung, das heißt die Ergänzung muss stattfinden nach der neuen EuGH-Bestimmung. Standarddaten, die man generell trackt, das sind folgende Daten, nämlich Sitzungen. Eine Sitzung ist ein Benutzer, der auf einer Webseite agiert und eben verschiedene Punkte ausführt. In dem Fall ist es eine Gruppe von Interaktionen. Das kann sein, dass ein Nutzer sich drei Seiten angeschaut hat, dann eben vielleicht nochmal auf eine Telefonnummer geklickt hat und das Kontaktformular nochmal ausgefüllt hat. Das sind Elemente, die in einer Sitzung festgehalten werden können. Wir haben einzelne Nutzer, das ist der Einzelnutzer, der festgehalten wird, der sich auf einer Applikation bewegt oder sich auffällt. Dann haben wir die einzelnen Seitenaufrufe. Wie viele Seitenaufrufe wurden getätigt? Wie viele Seitenaufrufe gibt es? Und welche Seiten wurden am häufigsten besucht? Dann die Seiten pro Sitzung oder auch die durchschnittliche Sitzungsdauer. Wie lange bewegt sich ein Nutzer auf einer Seite? Und wie kriegt er es hin, dass er sich weiter navigiert? Und wie viel Zeit verbringt ein Nutzer auf der Seite? Das Spannende ist, dass die Zeit folgendermaßen gemessen wird, dass ein Nutzer, wenn er auf die Seite kommt, bis zum Sprung auf die nächste Seite eben die Zeitrange gemessen wird. Die Absprungrate, wie viele Nutzer kommen auf die Seite und springen direkt wieder ab. Und so kann man eben auch die einzelnen Punkte tracken und festhalten, wie neue Sitzung oder neue versus wiederkehrende Besucher. Das heißt, jede Webseite sollte das Ziel haben, dass sie auch weiter neue Nutzer erhält oder neue Nutzer sich auf den Webseiten bewegen. Und das kann man eben über die verschiedenen Punkte einsehen und tracken und eben auch festhalten. Aktuell haben wir sehr viele Tracking-Tools im Einsatz. Das heißt, wir haben nicht nur Google, sondern eben auch Schubwerk, Matelso oder Hotjar. Spannend ist, dass man mit Google oder den Google-Daten oder mit der Google Cloud arbeiten kann. Das ist Google Analytics, Google AdWords, Google Search Console, das heißt Tracking von verschiedenen Interaktionen. Nicht nur eine Webseite, mit der Firebase kann man auch Applikationen wie Apps tracken. Man kann die Analyse visualisieren. Wir haben die Datenerfassung und die Verwaltung und die Datenaktivierung. Über Schubwerk haben wir die Möglichkeit, alle Tools zu verknüpfen und eben auch einzusehen, wie die einzelnen Tools laufen. Das heißt, wo sind die Knackpunkte, wo kann man das Tracking verbessern? Man hat die Analyse der Möglichkeiten, man hat verschiedene Möglichkeiten, eben auch weitere Tools einzubinden. Matelso ist ein Telefonanbieter. Wir haben in der Vergangenheit auch Telefonanrufe getrackt. Bedeutet, wie oft ruft jemand an? Und das Spannende war, wir hatten ein Beispiel, da ging es um eine Hochschule, da gingen die Telefonanrufe ab, die liefen nicht gut, nenn es mal so. Und dann hat man geschaut, okay, wann ist denn die Kernzeit, wann Menschen anrufen? Und dann hat man gemerkt, die Kernzeit war um 12 bis 13 Uhr, da haben viele Nutzer angerufen. Und dann haben wir festgestellt über das Telefontracking, dass zu der Kernzeit
die meisten Telefonanrufe gar nicht angenommen wurden. Das lag aber daran, dass die Kollegen alle in der Mittagspause waren und gar nicht annehmen konnten. Das heißt, durch das Tracking konnten wir dann feststellen, okay, in der Zeit, wo die Anrufe häufig stattfinden, passiert hier nichts, weil die Kollegen in der Mittagspause sind. Und das haben wir daraufhin optimiert. Wir haben aber auch festgestellt, dass die einzelnen Nutzer gar nicht mehr in den Kernzeiten anrufen, sondern auch außerhalb, das heißt teilweise um 20, 21 Uhr. Da war aber keiner mehr da. Das liegt aber auch daran, dass viele nach Feierabend versuchen anzurufen oder eben auch nochmal testen möchten. Und so haben wir festgestellt, wir brauchen hier Lösungen, weil es gibt Anrufe, es gibt Kontaktanfragen, aber wenn sie nicht angenommen werden, dann kann das nicht gut laufen. Und so haben wir eben über Telefontracking, über den Anbieter Matelso, haben wir dann verschiedene Rufnummern getrackt, konnten feststellen, wie oft wurde angerufen, wann wurde angerufen, wie häufig war besetzt. Und wie häufig oder wie lange wurde denn telefoniert? Und damit hat man einen Datenstrang gehabt, der sehr speziell zugeschnitten war auf Telefonanrufe. Die Kollegen, die hinter den Rufnummern sitzen, sind dann anonymisiert und wir können eben nur die Auswertung rausgeben, wie häufig auf eine Telefonnummer angerufen wurde. Hierbei werden Rufnummern vorgeschaltet, die trackbar sind. Diese geben ein JavaScript aus zu Google Analytics oder zu einem Tracking-System und können dann festgehalten werden. Vierter Punkt ist Hotjar. Mit Hotjar hat man die Möglichkeit, mittlerweile auch Videoaufzeichnungen auf Webseiten vorzunehmen. Das heißt, man kann einzelne Nutzer tracken, indem man wirklich komplette Videoaufnahmen von einzelnen Sitzungen evaluiert und festhält. Wir haben in der Vergangenheit haben wir verschiedene Projekte gehabt im Hotjar-Bereich und haben dann 100 Videos ausgewertet, zum Beispiel das war ein Verkaufsstrang, den wir ausgewertet haben und konnten dann feststellen, okay, wo sind denn wirklich die Knackpunkte, die dazu geführt haben, dass Nutzer nicht eingekauft haben. Der Punkt ist aber, bei so einer Auswertung, bei einer Videoauswertung, da müssen Menschen erstmal dahinter sitzen. Das heißt, wir hatten Kollegen, die sich 100 Videos reingepfeffert haben, nenn ich es mal, und daraufhin aber sehr konkrete Aufschlüsse hatten. Und das nicht nur im Desktop-Bereich, sondern auch im mobilen Bereich. Und das sind eben verschiedene Tracking-Tools, die man nutzt, um Daten aus einer Webseite zu ziehen. Das heißt, wir haben nicht nur Google Analytics oder die Google-Produkte, es gibt verschiedene Anbieter, die eben auch weitere Daten aus diesem System ziehen. Aber der Punkt ist, wir brauchen hier ein Ziel, und zwar die Ziele der Webseite bestimmen auch das Tracking der Webseite. Ob es jetzt ein Telefonanruf ist, die Kontaktanfrage, ob es ein YouTube-Video ist, das angeschaut wird und wie häufig das angeschaut wird und wie lange es angeschaut wird oder wie häufig geskippt wird, das können wir alles auswerten und eben auch festhalten. Aber der Punkt ist, bei all dieser Auswertung bräuchte man auch ein Tool oder eine Basis, die sehr einfach verständlich das auch nochmal aufzeigt und eben evaluiert. Genau, wenn es um die Tracking-Neuheiten geht, gehen wir auf die Punkte ein, dass wir im Trend die Speakables aktuell haben. Das heißt, wir haben verschiedene Methoden, Daten auszuwerten, aber auch Sprachsteuerung auszuwerten. Speakables ist seit letztem Jahr im Einsatz, seit August, ist eine Beta von Google. Man hat die Möglichkeit, auf Webseiten auch Sprachsteuerung zu erkennen und aufzurufen. Das heißt, wir können feststellen, was wurde denn gesprochen? Was wird denn teilweise über die Systeme eingegeben und welche Sätze brauchen wir denn, um die auszuwerten, damit Website-Besuch generiert werden? Und die Speakables, ob man es glaubt oder nicht, also meine Cousins, die sind recht jung, die sind teilweise 4, 5 Jahre alt, aber haben schon teilweise ein Handy in der Hand, ja, und benutzen nur noch die Sprachsteuerung. Es gab letztens eine Serie, die ich geschaut habe, die ich ihnen gezeigt habe, das war so ein Cartoon, ja. Den hatte ich mal angemacht und dann hatte ich denen nur eine Folge gezeigt. Und dann haben sie mich gefragt, ja, wie heißt denn die Serie? Dann habe ich sie genannt, dann haben sie ihr Handy genommen und die Serie einfach reingesprochen und konnten dann auf YouTube weitere Folgen sehen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie schnell das geht. Die wissen nicht mal, wie es geschrieben wird, ja, aber schnell mal eingetippt. Oder reingesprochen. Aber das Spannende ist eben, die Sprachsteuerung wird häufiger genutzt, gerade in jüngeren Bereichen, dass man hier aber auch evaluieren kann, was wird denn gesprochen, was sind die Sätze oder Phrasen, die gesprochen werden, um eben auch Auswertungen hierbei zu treffen. Das heißt, aktives Tracking von Voice Search, Sprachsteuerung wird immer relevanter und die intelligente Ausspielung von Inhalten, teilweise auch Google Duplex. Google Duplex ist folgendes, Google hat folgendes vorgestellt, dass man eben Telefonanrufe teilweise wie ein Mensch abfangen kann. Das heißt, wenn es außerhalb der Telefonzeiten Anrufe gibt, dass ein Bot zwischengeschaltet wird, der aber tatsächlich fast schon wie ein Mensch agiert. Und das ist sozusagen der nächste Sprung zum Chatbot,
wie man das Ganze auswerten kann. Ich springe jetzt gerade mal in das Tool von uns. Genau, das ist das Schuhpack-Tool, das ich kurz noch vorstellen möchte. Nämlich, wir haben hier die verschiedenen Tracking-Systeme, die ich angezeigt habe, kombiniert und mit einer Ampellogik eben so festgehalten, dass man die Daten schnell und einfach interpretieren kann. Das heißt, wir haben hier ein Projekt, das angelegt werden kann, und wir haben vier Säulen, nämlich, oder das Projekt kann in verschiedene Bereiche aufgeklustert werden, nämlich in Länder oder in Seiten oder Kampagnen. Und ob es jetzt, ob man eine Webseite in Deutschland hat oder in Spanien oder auch in der UK, dass man die anlegen kann. Und hier hat man die Möglichkeit, innerhalb dieser vier Säulen, Business, Marketing, Performance und Usability, zu sehen, wie die einzelnen Bereiche laufen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, all diese Tracking-Systeme hier zu verknüpfen und eben durch eine Ampellogik zu sehen, wie läuft es denn gerade in den verschiedenen Bereichen. Wie läuft denn das Business im Bereich der Besuche oder Leads oder Sales? Hier haben wir ca. 24, 25 Tools eingebunden, ein Google Analytics, ein Matomo, W3C, Lighthouse, als auch Matelso, um eben die einzelnen Daten zu erfassen. Wie laufen die Leads? Das heißt, wie laufen die Kontaktanfragen? Wie laufen die Sales in den Bereichen? Man hat die Möglichkeit zu sehen, wie im Marketingbereich Search, das heißt die Suchmaschinen laufen, ob es die Google SEO, SEA gut performt, die sozialen Kanäle, die man hier einbinden kann. Im Performance-Bereich haben wir den Server, die Code-Struktur einer Webseite, als auch den Speed-Bereich, wie ist die Ladegeschwindigkeit, nicht nur auf der Startseite, nicht nur auf der mobilen Startseite, sondern über alle Seiten hinweg, sind die gut oder schlecht. Und im Usability-Bereich, Time oder Bounce oder Interactions für die verschiedenen Elemente, die es gibt. Ob es ein Klick auf ein Banner ist, ein Klick auf einen Button, ein Klick auf verschiedene Elemente auf einer Website, die man hier zusammenfasst. Das Spannende ist, dass man hier über eine Ampellogik sehr schnell und einfach erkennen kann, was läuft gut, was läuft schlecht und was läuft mittelmäßig. Und das Spannende ist, dass man sich in jede Kachel dann tiefer einklicken kann, um eben weitere Daten zu evaluieren. Das heißt, über die Besuche, wie entwickeln sich die Besuche im Monat gegenüber der Benchmark und gegenüber dem Ziel? Woher kommen die Besuche? Kommen sie über welche Länder kommen sie? Kommen sie über Deutschland, über die United States oder über Australien, Österreich? Wie entwickeln sich die einzelnen Länder? Wann gibt es Peaks oder wann erreicht man das Ziel oder überschreitet man das Ziel? Und die Besuche nach Kanälen, das heißt, kommen sie über Google, kommen sie über Google AdWords, kommen sie über Social, das heißt die verschiedenen Quellen, als auch der Besuchsverlauf täglich. Das heißt, wenn es verschiedene Peaks gibt, um eben die Daten zu evaluieren, hat man die Möglichkeit, das Ganze eben voranzutreiben. Aber das Spannende an Daten ist auch, dass wir Daten nicht nur interpretieren möchten, wir möchten Daten auch weitergehend bearbeiten. Das heißt, wenn wir einen Datenpool haben, der jetzt vielleicht letztes Jahr gut gelaufen ist, davor das Jahr vielleicht auch ein bisschen vielleicht schlechter gelaufen ist, dass wir einen gesamten Datenpool haben. Und das Spannende ist, wenn wir Datenpools haben, haben wir auch die Möglichkeit, eben hier haben wir zum Beispiel Besucherdaten, ich mache es jetzt mal ein bisschen größer, über einen gewissen Zeitraum, man kann sich den Zeitraum dann anschauen. Aber das Coole ist ja an Daten, dass man eben auch Prognosen vornehmen kann. Das heißt, wenn ich weiß, okay, in der letzten Vergangenheit sind die Daten folgendermaßen gelaufen, jetzt stelle ich folgende Hebel ein, zum Beispiel optimiere zum Beispiel Ladezeiten oder optimiere noch ein paar Unterseiten, und dann habe ich verschiedene Hebel aktiviert und kann dann einsehen, in dem Fall arbeiten wir hier mit Machine Learning, wie sich die Restmonate entwickeln können. Das heißt, wir haben die Möglichkeit zu sehen, wie können sich die restlichen Monate entwickeln über die Laufzeit, und können dann eben nochmal Prognosen auf Januar oder Februar festsetzen und sehen dann hier, gibt es Peaks oder gibt es Abfälle und wie kriegen wir es hin, dass wir uns da wieder abfangen. Das heißt, aus dem Datenpool heraus, den wir aus der Vergangenheit gesammelt haben, aber auch möglichen Trends, rechnen wir hier eben eine Prognose, wie die Restmonate aussehen können, um eben Daten auch, ich nenne es mal, vorherzusagen. Und spannend wird es, wenn man diese Daten dann nochmal abgleicht mit den Echtdaten, um zu sehen, okay, hat es denn tatsächlich so ergeben? Und da sind wir aktuell dran in der Entwicklung, dass wir hier verschiedene Prognosen treffen, um Daten besser zu evaluieren. Ja. Kannst du mal sagen, welche
Kannst du mir da kurz sagen, welche Methoden da genau eingesetzt werden im Detail? Die technischen Methoden? Ja. Genau, also wir haben hier in dem Beispiel haben wir, also da, ich spreche jetzt mal folgendermaßen so aus, dass wir im Machine Learning Bereich mit PHPML die Visits der Vergangenheit genommen haben und eben auch die Besucherzahlen, auch mögliche Trends, damit wir eben diese Daten berechnen. Ansonsten müssten wir da vielleicht mal mit den, ja, kannst gerne sich mit unseren Entwicklern unterhalten, aber da haben wir die Daten mal abgefangen, genau. Also mit neuronalen Netzen, also die Frage geht auf neuronale Netze genau. Oder halt eben... Genau, also ich nenne es mal so, wir haben aktuell den Strang, dass wir sehr erstmal die Daten sehr einfach erfassen, aber das geht in die Richtung, dass wir da weiter mit TensorFlow arbeiten möchten und eben die Daten erfassen möchten, ja. Gut. Genau, man hat aber auch die Möglichkeit über Quick-Checker-Tools in dem Tool uns verschiedene Bereiche anzuschauen. Das heißt, wir haben hier eine Art Keyword-Analyzer drin, um zu sehen, wie häufig wird denn was gesucht im Internet. Das heißt aber nicht nur über die Plattform Google, sondern auch YouTube, Bing, Amazon, eBay und Instagram, dass wir hier verschiedene Daten tracken können und festhalten können, wie häufig denn was gesucht wird. Das heißt, wenn wir hier mal den Begriff Nintendo eingeben, den suche ich mal über das System, sehe ich dann schnell und einfach, wie häufig denn Nintendo gesucht wird über einen Zeitraum hinweg. Das heißt, hier zum Beispiel sehe ich, über die Weihnachtsmonate wurde Nintendo häufig gesucht. Das heißt, hier ist der Strang hochgegangen. Sehe aber auch, was zusätzlich zu Nintendo gesucht wird. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit zu sehen, hier haben wir Nintendo Switch, Nintendo Switch-Spiele, Nintendo 3DS. Das ist jetzt im Google-Bereich. Sehe aber auch, okay, wie sind die Trends der Daten? Das heißt, hat das Schlagwort einen aktuellen Trend? Wie viel Geld muss ich im AdWords-Bereich bezahlen, um eben dort Werbung zu platzieren, als auch die Bewertung oder den Konkurrenzgrad? Das eben nicht nur für Google, sondern für weitere Kanäle wie YouTube. Das heißt, wenn ich auf YouTube mal Nintendo eingebe und danach suche, sehe ich dann wahrscheinlich Nintendo Reviews oder Tests oder genau, Nintendo, Nintendo Switch Spiele, Nintendo E3. E3 ist die Konferenz, Nintendo Lab und die verschiedenen Bereiche. Und wenn wir uns auf Bing oder Amazon bewegen, ich mache jetzt mal als Beispiel nochmal Instagram rein, sehen wir, welche Hashtags gesucht werden in dem Bereich. Und daraufhin kann man zum einen das Marketing optimieren, aber auch das Tracking darauf ausrichten. Das heißt, über welche Hashtags kommt denn ein Nutzer auf meine Website, über welches Keyword kommt der Nutzer auf meine Website oder über welches Schlagwort oder Schlagwortgruppen oder welche Phrase kommt der Nutzer auf meine Website. Und dementsprechend kann man den Nutzer dann auf eine Landingpage senden und das Ganze nochmal nachverfolgen. Welche Nutzer kamen über verschiedene Schlagworte auf meine Seite? Aber dafür muss ich erstmal das Suchvolumen oder das Potenzial erkennen, was unter diesen Schlagworten steckt, um eben gute Schlagworte für mein Produkt oder für meine Internetseite zu evaluieren und eben auch zu erfassen. Was auch nochmal spannend ist, dass es die Möglichkeit gibt, die lokalen Ladenbesuche zu tracken. Das heißt, wenn ein Nutzer ein Angebot über das Internet bekommen hat, über das Handy oder über die Webseite, hat man auch die Möglichkeit, den Nutzer im lokalen Ladenbesuch zu erfassen. Bedeutet, in dem Fall wird aktuell ein Cookie gesetzt, der dann feststellt, okay, wie ist die Geo-IP des einzelnen Nutzers und sobald er den Laden betritt, wird das Ganze synchronisiert und eben auch in Google Analytics dargestellt. Man muss sich aber auch sagen, dass die Daten erstmal Richtlinien sind oder sagen wir mal Richtdaten, die sich auf die Ebene bewegen, um einfach ein Gefühl zu bekommen, wie viele Nutzer kamen denn über die Internetseite in meinen lokalen Laden. Weil das konnte vor ein paar Jahren noch nicht getrackt werden. Mittlerweile kann man das tracken über Google Analytics als auch über Matomo, dass man diese Daten auch tracken kann. Das Spannende ist, dass man hier verschiedene Kampagnen ausfahren kann im lokalen Laden und eben auch testen kann, wie kam denn das an. Genau, wie gesagt, entwickeln wir gerade an unserer AI-Lösung, dass wir hier mit maschinellem Learning verschiedene Daten abfangen möchten. Das geht aber auch
so weit hinaus, dass wir mit dem Marketing Optimizer Folgendes machen möchten. Und zwar, wenn ein Nutzer, der auf meine Webseite kommt, sich nur die Startseite betrachtet, dann weiß ich, okay, er will sich nur informieren. Wenn ein Nutzer aber auf meine Webseite kommt, sich nicht nur die Startseite, sondern Produktdetailseiten betrachtet und öfter kommt, dann habe ich die Möglichkeit, diesem Nutzer andere Werbung zu schalten mit einem anderen Budget. Und gerade das zu erkennen, automatisiert, soll eben die Lösung sein, dass wir eben verschiedene Nutzerstränge, aber auch verschiedene Nutzer, die vielleicht tiefer im Detail drin sind, erkennen und eben dadurch bessere Werbeanzeigen oder optimierte Werbeanzeigen spielen können. Das aktuell oder in vielen Bereichen wird ziemlich random gespielt. Das heißt, man hat die Möglichkeit, Google Ads oder Werbung zu schalten und wir schalten die Werbung auf eine bestimmte Zielgruppe und dann war es das. Aber um Nutzer zu erkennen, wie tief sie oder wie segmentiert sie in den verschiedenen Bereichen sind, das wird wiederum spannend, weil man das Marketingbudget dann dementsprechend auch steuern kann und einsehen kann, was läuft denn gerade gut oder welche Nutzer sind tatsächlich interessant und darüber wieder Personas zu beziehen, um diese Daten dann besser zu evaluieren. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Tracking ohne Cookies anzubieten. Bedeutet, das heißt, man hat die Möglichkeit, Storage oder Local Storage zu verwenden, Fingerprint-Methoden oder über IP-Hash. Das passiert aktuell, um eben die EuGH-Richtlinien bei Google Analytics eben zu umgehen. Alle, die Google Analytics oder viele, die Google Analytics nutzen, können auch Google Analytics ohne Cookies nutzen. Das funktioniert, aber da sind die Daten nicht mehr so sauber, nenne ich es mal. Das heißt, wir haben... Die Daten sind nicht mehr ganz sauber, aber man bekommt noch Daten. Teilweise kriegt man über Fingerprint-Methoden die Daten dann verzögert raus. Aber ist erstmal, ich nenne es mal, ein erster Schritt, um die einzelnen Nutzerzahlen weiterhin tracken zu können und festzuhalten. Das ist teilweise wiederum schwierig. Wir sind dran, teilweise auch Punkte auszuprobieren. Sehen aber immer wieder, okay, die Daten, die stimmen nicht mehr mit den Altdaten überein. Wie kriegen wir es hin, dass wir wirklich sehr nah an die Daten kommen? Wie kriegen wir es hin, ein Tracking ohne Cookies, das heißt, dass die Serverabfrage direkt stattfindet und nicht ein Drittanbieter rausgeht und sind hier dran. Das heißt, Storage, Fingerprinten, IP-Hash wird wahrscheinlich in der nächsten Zukunft ein relevantes Thema sein, weil man eben versucht, das Tracking dann eben teilweise auszuschalten. Gut, gibt es hierzu noch Fragen? Gut. Genau, das heißt, das Spannende ist, welche Tools werden genutzt und welche führen dazu, um die Ziele effizient zu erreichen und eben auch, um eine geringe Transparenz zu haben, hat man viele Tools aktuell auf dem Markt, um die zusammenzubringen, zu evaluieren, um die Daten ordentlich zu bekommen, sollte man anhand eines Funnels arbeiten und wir arbeiten immer mit folgenden Funnel, nämlich wir schauen uns an, wie ist das Gesamtpotenzial? Wie hoch ist das Gesamtpotenzial und was für ein Gesamtpotenzial haben wir denn? Wenn wir in dem Fall uns Nintendo betrachten, hatten wir ein Gesamtpotenzial weitaus über Millionen. Und wie viel von dem Gesamtpotenzial haben wir aktuell auf der Webseite? Wie viel haben wir abgeschöpft? Denn wenn jemand 5000 Visits auf der Webseite hat oder 3000 Visits, sagt das erstmal nichts, weil ich muss ja wissen, ob das gut oder schlecht ist. Wenn das Gesamtpotenzial bei 4.000 liegt, weiß ich, ich kann nicht mehr viel abschöpfen. Wenn das Gesamtpotenzial aber bei 100.000 liegt, weiß ich, ich habe mit meinen 3.000 Besuchen im Monat noch wenig abgeschöpft. Da kommt der nächste Punkt. Man kann die Visits über die Tracking-Systeme HubSpot, Google oder Matomo abfangen, E-Tracker. Dann kommt die nächste Ebene, nämlich wie hoch sind die Anzahl der Leads. Das heißt, die Leads kann man auch wiederum abfangen über verschiedene Systeme. Ob es in Mattel so ist, ein CRM-System oder ein Google Analytics, das dahinter gelegt ist. Und wir haben den Punkt, dass wir bei den Sales dann wiederum auf Tracking-Systeme zurückgreifen müssen oder auf Systeme wie SAP, Salesforce oder ein Magento eShop. Und hier kommen eben diese verschiedenen Tools zusammen, die wir benötigen, um diesen Funnel abzubilden. Und dieser Funnel soll dann letztendlich aufzeigen, was ist das Gesamtpotenzial und wie viel haben wir abgeschöpft vom Gesamtpotenzial und wie viel Sales oder Resales hat man generiert über die einzelnen Punkte. Gut. Habt ihr ansonsten noch Fragen? Gut, dann wären wir soweit durch und genau, so viel zum Vortrag. Jawohl.